Alle Spiele der Regionalliga West live und on demand auf Sport Total. Es ist Spiel Nummer 1 nach dem großen Schocker der Woche. Es ist der Rückzug des 1. FC Kahn-Marienborn aus der Regionalliga West. Infrastrukturelle Probleme sind die Gründe. Und jetzt stößt Düren an in Blau von links nach rechts. Und die drittletzte Partie in der Herkules Arena läuft. Also Düren lässt Kahn-Marienborn hier bis zu einem gewissen Punkt spielen. Und attackiert dann. Aber das hat der Kahn sehr gut gelöst. Sehr schöner Doppelpass. Oh, und direkt die erste sehr gute Chance. Aber man kann sich natürlich auch kaputt coachen. Jetzt die Dürener. Große Chance. Bibleka direkt da. Gut gehalten. So, jetzt kommt der Ball. Boah, gefährlich mit dem Wind. Bade. Ja, Scheldt war das, glaube ich, ganz gefährlich. Da hat der Wind auch mal ein bisschen aufgefrischt und dann... Boah, Pazurek, ganz frei. Bade muss nachfassen, hat ihn. Gut gespielt über Pazurek. Zuda, kriegt er den raus? Nee. Und jetzt 4 auf 3. Wenn Düren das jetzt mit Tempo spielt, gibt es die Chance. Clemens. Boah, ganz frei, Schlösser, ganz frei. Pfosten, Brasnic, 1-0. Gut gespielt von Düren, Clemens mit der Übersicht. Schlösser dann noch im Pech und am Ende ist es Marc Brasnic mit dem 0-1. So ein bisschen aus heiterem Himmel. Ja, und da sind oft die Stürmer dann im Vorteil, wenn der Ball vom Pfosten zurückkommt. Und so wie Scheldt da wieder steht, könnte man vermuten, dass er den direkt bringt. Macht er auch. Da läuft es auch ganz gut soweit. Erst 2 Niederlagen. Allerdings kommt jetzt eben diese Phase, die in der Hinrunde so schwierig war. Jetzt mal Cepanek. Clemens. Wipper führt. Gute Bewegung. Gibt sich ein bisschen Raum. 1-1 gegen Kieré. Boah, Brasnic. Schauerte, Scheldt. Jetzt haben sie Platz. Jetzt können sie die Seite wechseln, Kieré. Ja, guter Ball. Hinten ist Waldrich. Chance zum Direktschuss verpasst. Vielleicht klappt es diesmal. Ah, guter Ball. Guter Ball. Kieré jetzt. Pietrovic verliert den Ball. Boah, und jetzt ist es ein 3 auf 1. Vielleicht ein 3 auf 2. Clemens hat richtig viel Platz, ein bisschen weit außen. Jetzt ist es immer noch ein 4 gegen 2, wenn er das Tempo hochhält. Und bei Basic, wow, Enzo Wirtz. Das ist ganz, ganz stark. Wieder Wirtz. Ah, guter Ball. Hammel fällt. Reklamiert. Kieré, Schuss. Bade. Hammel. Ball ist noch heiß. Wirtz. Abgeblockt. Wobei da auch die Frage ist, wo willst du die hier hinstellen? So, und jetzt Stromberg. Auf dem Weg zur Entscheidung. Finn Stromberg. 2-0. Ball vertändelt, leichtfertig von Krumm. Und dann macht Stromberg das gut im Sandwich zwischen Krumm und Tunscher. Und Backert unterstützt jetzt Matuschik und Kühnel im zentralen Mittelfeld. Goden dafür auf die offensive Außenbahn gewechselt. Und Omar Basic muss jetzt erstmal Kieré verteidigen.
Dessen Flanke kommt durch. Waldrich, gutes Ding. Da sind jetzt aber auch alle Pässe ungenau. Da kommt nicht mehr viel an. Und folgerichtig beinahe die Entscheidung. Nee, da hatte ich recht mit der Vermutung. Also, der erste FC Kahn-Marienborn verliert mit 0:2 gegen den ersten FC Düren in Spiel 1 nach dem angekündigten Rückzug aus der Regionalliga West. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.